Ich möchte Ihnen heute gerne unser neues Produkt Deformation Scan vorstellen und wie wir damit halt die Infrastruktur überwachen können. Genau, aber zunächst einmal kommen wir zu dem Grund der Erdoberflächenbewegung. Wir unterscheiden hier zwischen zwei verschiedenen Kategorien. Die eine Kategorie ist die natürliche Ursache. Dazu gehören halt tektonische Bewegungen, Erdbeben und natürliche Setzungen. Die haben wir jetzt hier in unserer Region in Deutschland nicht so häufig. Allerdings haben wir die menschengemachten Aktivitäten viel häufiger bei uns. Und dazu gehört halt die Grundwasserveränderung, der Tunnelbau, Tage- und Untertagebau. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der noch aktiv ist oder bereits inaktiv ist. Auch wenn er nicht mehr aktiv ist, können wir noch Setzungen irgendwo feststellen. Das Gleiche gilt bei Gasspeichern. Hier können wir vor allem saisonale Unterschiede erkennen und größere Baumaßnahmen, die halt einen Einfluss auf die eigene Infrastruktur haben können. Und diese ganzen Bewegungen haben halt Auswirkungen auf die Infrastruktur. Es fängt an mit ersten kleinen Rissen in der Fassade, kann aber auch weitaus gravierender sein. Hier sehen wir jetzt hier ein paar Beispiele, die wir aus Deutschland haben. Ich werde mal ein paar davon nennen. Das ist hier oben links der schiefe Turm von Bad Frankenhausen. Da sehen Sie, wie der sich neigt. Und das ist aufgrund der natürlichen Setzungen, die wir im Erdinneren finden. Ein sehr bekanntes Beispiel sind hier unten die sogenannten Erdfälle. Und diese Erdfälle haben wir vor allem in den Regionen von Thüringen. Dort haben wir in dem Erdinneren Kalkgestein. Und dieser Kalkgestein, der löst sich halt nach einer Zeit auf und dann kommt es zu sogenannten Erdfällen. Ein sehr aktuelles Beispiel ist jetzt hier oben zu sehen, das ist die Carola-Brücke in Dresden, die vor einigen Wochen eingestürzt ist. Das ist eigentlich sinnbildlich für die deutsche Infrastruktur, wie marode sie mittlerweile schon ist. Genau. Wie werden solche Überwachungen eigentlich oder traditionell gemessen? Mit terrestrischen Vermessungen, das heißt, es werden Vermesser zu den Objekten hingeschickt, die punktuell Aufnahmen machen, überwachen die Infrastruktur. Allerdings haben die hier gewisse Nachteile. Zum einen können die sehr fehleranfällig sein, vor allem dann, wenn der Vermesser selber in einem Absenkungstrichter steht und somit gar nicht wirklich die eigentliche Deformation messen kann. Außerdem werden die Vermessungen alle 3 bis 6 Jahre durchgeführt. Das heißt, sie wissen gar nicht, was zwischendurch passiert mit ihrem Gebäude. Und genau, das ist halt sehr personalaufwendig, zeitaufwendig und insgesamt halt sehr kostenintensiv. Wie lösen wir das Ganze? Wir nutzen Radarsatelliten. Wir nutzen nicht irgendwelche Radarsatelliten, wir nutzen die Radarsatelliten vom Sentinel-1. Der Vorteil von Sentinel-1 ist, dass die Daten frei verfügbar sind. Seit 2014 macht der Satellit Aufnahmen und er bringt alle 12 Tage neue Aufnahmen hinzu. Ein weiterer Vorteil von Radarsatelliten ist die Wetterunabhängigkeit. Das heißt, wir können durch Wolken durchschauen, wir können bei Tag Aufnahmen machen, wir können in der Nacht auch Aufnahmen machen. Die Radarszenen, sehen Sie hier, haben eine Breite von 250 mal 180 Kilometern. Das heißt, wir können sehr großflächig Analysen durchführen und das Ganze auch noch mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Ich will Ihnen das Ganze mal anhand dieser dieser Abbildung verdeutlichen, wie das Ganze funktioniert. Ich werde nicht zu detailreich werden, nur im Grundsatz das einmal erklären. Wir haben auf der linken Seite die erste Aufnahme vom Radarsatelliten. Der Radarsatellit emittiert elektromagnetische Wellen und die werden von den Objekten reflektiert und wieder vom Sensor aufgenommen. Somit haben wir eine gewisse Phaseninformation und in dieser Phaseninformation haben wir die Entfernung zwischen dem Sensor und dem Objekt. Nach 12 Tagen im Falle des Sentinel-1 macht der Satellit vom gleichen Gebiet eine erneute Aufnahme, allerdings hat sich jetzt die Erdoberfläche bewegt. Und dadurch haben wir eine unterschiedliche Phaseninformation, einen Phasenversatz. Und wenn wir die beiden Radarbilder dann aufeinanderlegen, dann können wir genau diesen Versatz messen und bestimmen, wie stark sich die Erdoberfläche bewegt hat. Genau. Es gibt noch eine fortschrittliche Variante, das ist die sogenannte Persistent Scatterer Interferometrie. Und die ermöglicht es uns, über lange Zeiträume hinweg Analysen durchführen zu können. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel mindestens 30 Radardaten, die wir übereinander legen, und dann die Persistent Scatterer, also es sind die Punkte,
die auf der Infrastruktur sehr gut reflektieren. Das, also auf Hochspannungsmasten, auf Brücken, auf Straßen, auf Gebäuden haben die immer Persistent Scatterer zu finden. Und die detektieren wir und dann können wir die Verschiebungsgeschwindigkeiten messen. Und das Ganze stellen wir dann in einer interaktiven Karte dar, wo Sie dann wirklich flächenhaft sehen können, wo ist ein Absenkungsbereich zum Beispiel. Und zu jedem einzelnen Messpunkt haben Sie auch noch eine Zeitserie, wo Sie dann wirklich nachvollziehen können, wie hat sich dieser Punkt, dieser Messpunkt innerhalb der letzten Jahre verändert. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, habe ich zwei Fallbeispiele mitgebracht. Das ist hier jetzt ein sehr bekanntes Deformationsgebiet in Deutschland, in der Niederrheinischen Bucht, am Tagebau Hambach. Genau, am Tagebau Hambach, neben dem Tagebau, ein sehr großes Absenkungsgebiet, das aufgrund von Grundabwasserabsenkungen verursacht wurde. Und der große Vorteil unserer Methode ist, dass wir erstmal flächenhaft sehen können, wo haben wir überhaupt Deformationen. Und diese können wir dann nicht nur lokalisieren, sondern auch eingrenzen. Und jetzt haben wir hier in diesem Bereich einen Absenkungstrichter. Jetzt können wir in einen größeren Maßstab gehen. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel eine komplette Ortschaft, liegt in diesem Absenkungstrichter. Sie sehen die verschiedenen Abstufungen der Farbe. Das heißt, je dunkelroter es wird, desto stärker ist in diesem Bereich die Absenkung. Und was Sie noch machen können, ist, dass Sie jeden einzelnen Messpunkt sich genau anschauen können, indem Sie ihn anklicken und eine sogenannte Zeitserie dazu bekommen. Und in dieser Zeitserie sehen Sie dann, wie stark sich dieser Messpunkt im Verlauf der Zeit verändert hat. Sie können noch einen höheren Maßstab sehen. Sie sehen, es werden einzelne Straßen, Brücken, Bahngleise erkannt. Selbst Hochspannungsmasten werden auch erkannt und können überwacht werden. Ein weiteres Beispiel ist ein sehr aktuelles, momentan in München. Da wird eine neue Stammstrecke gebaut. Und genau wie Sie hier unten an der Abbildung erkennen, soll dort ein Tunnel gebaut werden. Und dieser Tunnel führt unter dem Hauptbahnhof, unter dem Marienhof, unter dem Marienplatz, genau, bis zum Ostbahnhof. Und dieser Tunnel soll in einer Tiefe von bis zu 40 Metern stattfinden. Das heißt, um den Tunnel bauen zu können, muss auch wieder das Grundwasser abgesenkt werden. Und auch hier haben wir wieder eine Analyse gemacht, erstmal eine flächenhafte Analyse. Und da können wir genau erkennen, den Hauptbahnhof, den Marienplatz im Zentrum, den Ostbahnhof. Hier, wo die freie Fläche ist, da findet das Oktoberfest statt. Und genau am Bereich des Marienplatzes, wo der Tunnel gebaut werden soll, sehen Sie die dunkelroten Punkte. Das heißt, genau in diesem Gebiet denkt sich die Erde gerade ab. Und auch hier können Sie wieder für jeden einzelnen Messpunkt eine Zeitserie sich anschauen lassen und den Verlauf des Messpunktes nachvollziehen. Zusammenfassend möchte ich nochmal die Vorteile gegenüber den terrestrischen Vermessungen einmal zeigen. Wir haben Radarbilder mit einer Streifenbreite von 250 Kilometer. Das heißt, wir können flächenhaft Analysen machen. Das heißt, wir können große Flächen in kurzer Zeit analysieren. Ein weiterer großer Vorteil ist die Unabhängigkeit von der Erdoberfläche. Das heißt, habe ich vorhin schon erwähnt, dass wenn wir mit einem Vermessungsgerät selber auf der Erdoberfläche sind, können wir nicht wirklich, wenn man selber in einem Absenkungsrichter ist, wirklich messen, wie stark sich jetzt das Gebäude bewegt hat. Dadurch, dass wir mit dem Satelliten unabhängig von der Erdoberfläche sind, können wir diese Fehleranfälligkeit ausmerzen. Des Weiteren sind die Daten von Sentinel-1-2 verfügbar und seit 2014. Das heißt, wir können zum einen in die Vergangenheit schauen, wir können uns anschauen, wie hat sich Ihr Gebäude zum Beispiel in den letzten Jahren bewegt und eventuell einen Deformationstrend daraus abbilden. Und dadurch, dass wir alle 12 Tage eine neue Aufnahme bekommen, ist es auch möglich, ein kontinuierliches Monitoring durchzuführen. Genau, und das Ganze bei einer Genauigkeit im Millimeterbereich. Sie finden uns in Halle 3 am Stand 76. Dort finden Sie Thorsten Werner und mich. Und da können wir gerne weitere Fragen beantworten. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.